Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht es mit Pathfinder 2, unserer kleinen Kampagne. Kindargo muss zerstört werden und wir befinden uns aber immer noch auf dem Weg nach Kindargo. Und auf diesem Wege haben wir schon einige Abenteuer bestritten und sind nun beim nächsten Abenteuer und zwar... Stimmen im Wind. Stehen geblieben waren wir im Turm des Magiers, der befohlen wurde, euch zu unterstützen auf jede denkliche Art und Weise. Ihr hattet euch gerade hingesetzt, seid auf den Sofen und Sesseln, die dort sind, niedergegangen. Das Zimmer hatte ich ja beim letzten Mal schon beschrieben, es ist voll von Obskuritäten, einige davon sind schon sehr verstaubt, als wäre das, als wären die Räumlichkeiten vorher von einem Magus benutzt worden und vieles von dem, was jetzt hier ist, einfach noch da von diesem. Und dass der gute Tiburnius Scapus, der vor euch sitzt, auf dem großen Ohrensessel, noch nicht allzu lange hier ist. So sieht es zumindest aus. Einige Koffer, die hier in dem Raum stehen, sind noch nicht mal ausgepackt. Andererseits sind die Arbeitstische auch schon voll mit alchemistischen und magischen Handwerkszeug. Über einem der Kessel brodelt schon fleißig etwas. Einige Tische sind auch noch abgedeckt mit Tüchern, so weißen Tüchern, damit die nicht einstauben, wie man das so kennt. Ihr sitzt in der Nähe des Kamins, des Wärmenden. Also einen der Kamine, denn es gibt hier tatsächlich mehrere, offensichtlich, um verschiedene Gebräue hier zu erwärmen und den Abzug trotzdem zu haben. Ihr hattet euch hingesetzt, er mit seiner wallenden Robe, die Beine übereinander geschlagen, wendet sich euch zu, nimmt so die Kappe, die er so auf dem Kopf hat, ab und legt sie neben sich. Und ihr seht, dass das blonde Haar, welches er trägt... naja, er wäre sehr froh, wenn noch so viel davon da wäre. Ich kenne, verstehe ich. Ja, es ist etwas Licht oben rum. Wahrscheinlich trägt er deswegen hauptsächlich diese Kappe. Bruder im Geiste. Bruder im Geiste. Also, ihr erinnert euch. Ja, es kommt alles wieder. Gerade. Wirklich, das ist die Stimme. Ja. Ist der ein Eunu? Frag ihn doch. Wir kommen dann, nein, vielleicht passt das. Vielleicht kommt das irgendwann mal im Gespräch unter. Ja. Ja, übrigens, ich bin ein Eunu. Wie läuft es denn so im Bett? Immer dabei. Ich schlafe sehr gut, wenn ihr das meint. Genau. Ich habe eine rote Hautcreme. Da. Hab sie mit. Nein, nein! Nein, nein, ich habe meine eigene. Also, er sitzt euch gegenüber. Die Sachlage ist wie folgt. Der Geist treibt jetzt schon circa einen Monat sein Unwesen hier. Wir haben 8 Tote zu verzeichnen. Es käme gleich am Loslachen. Kerber guckt sich so im Raum. Meine Leute und ich konnten den Geist bisher einmal besiegen. Wir konnten aber bisher noch nicht finden, was ihn hier in dieser Welt hält. Wie ich habe gehört... Ihr seid außerordentliche bekannte Geisterjäger. In unseren Regionen ja. Wunderbar. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Der genaue Ablauf der Vertreibung würde mich interessieren. Habt ihr vielleicht schon einige Schwächen des Geistes feststellen können? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir den Ort...
Die Problematik ist, dass er sich wohl in der Nähe eines Sees niedergelassen hat. Womöglich ist das der Gegenstand oder der Ort, der See selbst oder in dem See zu finden. Mein Vorschlag wäre es, dass die sterblichen Überreste des Geistes aus dem See geborgen werden und eine rituelle Beerdigung stattfindet, um den Geist zufriedenzustellen. Margus, und wieso habt ihr das doch nicht gemacht? Das wollte ich auch gerade fragen. Nun ja, wir haben zwar ausgebildete Gardisten hier und einen Ritter, aber bisher hatten wir noch nicht die Kraft aufbringen können. Einmal konnten wir ihn vertreiben, aber niemand hat irgendetwas in dem See gefunden. Der See ist auch groß und ihn ganz abzutauchen ist schwierig. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Stille im Raum, alle gucken. Alle von unserer Gruppe gucken ein wenig ängstlich. In ängstlicher Erwartung. Könnt ihr einmal sagen, oh Sie Junge. Denkt sich alle, das wird jetzt gut. Das wird nur gut. Oh, jetzt kommt's. Sag bitte einmal, oh Junge. Oh Junge! Weshalb? Ach nur so, ihr habt mich an jemanden erinnert. Ich komm nicht ganz mit. Alle stehen da. Jetzt will der Mann. Das oh Junge! Aber kenne ich ihn? Kenn ich das denn? Mickey Maus. Ah ja! Oh Junge! Oh Junge! Oh Junge! Ich kann es kaum warten, bis er lacht oder so. Wild unbeleidigt. Schimpfwörter sagt. Nun gut, jetzt habt ihr ja uns hier. Wir sind ja recht kompetent im kämpferischen. Ich kann mir vorstellen, dass nach der langen Reise eure Vorräte erschöpft sind. Wenn ihr also irgendetwas benötigt, um diese aufzufüllen, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich habe natürlich auch nicht unendlich Ressourcen, aber ich werde euch so gut wie möglich unterstützen. Ja. Nun, ich stehe auf und gehe so ein bisschen im Raum rum, streiche so ein bisschen über die Tische, schaue so in die Kessel rein. Fass bitte nichts an! Rühre so ein bisschen. Ey, wo dein Löffel schon drin ist. Das solltet ihr nicht tun! Ich gehe schon wieder los. Oh Junge! Wie gesagt, der See befindet sich, nun ja, je nachdem, welchen Weg ihr nehmt, circa eine Stunde südlich von hier. Nein, halt, das ist nördlich. Mein Fehler. Das ist ein schon beachtlicher Unterschied, wo er jetzt nördlich. Wie gesagt, mein Fehler. Als Spielleiter. Ja, wo Weil die Karte, die ich habe, die ihr gerade seht, die Karte von Hohenquell ist nicht genordet, sie ist gesüdet. Verstehe. Nun gut. Mit normalen Waffen oder beziehungsweise mit normalem Stahl wird man ja einer solchen Kreatur nicht wirklich beikommen. Deshalb wäre es sinnvoll, vielleicht einige magische Tinkturen herzustellen oder bereitzustellen, mit denen wir der Kreatur vielleicht leichter Schaden zufügen können oder diese sogar für eine Weile vertreiben können, um dann in Ruhe im See uns umgucken zu können. Habt ihr vielleicht noch eine magische Möglichkeit, Sachen zu finden, die man kennt? Irgendwie müssten wir ja zum Leichnam kommen. Kann man mit dem Geist reden? Hat man das schon einmal versucht? Bisher war er nicht sehr kommunikativ. Außer den Gesang habe ich gehört. Ja. Singt sie etwas Bestimmtes? Nein. Ein Wiegenlied vielleicht? Nein, es singt halt wie so, ich bin kein guter Sänger. Er steht auf und geht herüber und holt unter einer der Tücher mit etwas Staub eine Kiste hervor. Mal sehen, was wir hier noch haben.
So. Er kramt ein bisschen drin herum und ihr hört das Klackern von Gläsern, die aneinander gehen. Und er würde euch auf alle Fälle 2 Heiltränke mitgeben. Oh, sehr gut. Oho. Welche Größe? Die richtigen Heiltränke. Nicht die schwachen, sondern die richtigen Heiltränke. Das wäre es jetzt. Ich muss immer wieder gucken. Ich verwechsel das immer mit schwach und gering. Ja. Kurz gucken. Habt ihr das gerade offen, welche waren? Immer. Naja, dann könnt ihr mir da mal kurz auf die Sprünge helfen. Welche wie viel gemacht hatten? Also schwach war, glaube ich, 2d8. Der kleinste war 1d8, der größere 2d8 plus 5. Heiltrank schwach war 2d8 plus 5. Ja. Ja, und der geringe war 1d8. Plus was? Gar nichts. Auch plus 5? Nee, was? Nur ein d8. Das ist ja lächerlich. Ich will den Major, der macht 8d8 plus 30. Ah, sehr gut. Davon kann man nie genug haben. Ah ja. Guck mal. Waren das Lebenselixiere oder war das Heiltränke, die ihr sonst hattet? Also Sierra stellt Lebenselixiere her, aber Heiltränke hatten wir zwischendurch gefunden. Ah ja. Auch weil wir davon nicht mehr so viele gut haben. Also ich jedenfalls habe, glaube ich, nichts mehr. Doch einen leichten Heiltrank habe ich noch. Also ein, das ist dann geringer, glaube ich. 1d8 plus 1 steht hier. Ja, dann hat er 2 geringe Heiltränke für euch. Die 1d8 plus 1er. Genau. Das ist ja traurig. Bleib weg mit dem Schmann. Nein, das nehmen wir. Alles gut. ist gekauft. Und was er euch noch mitgibt, sind 4 Fläschchen. Mal gucken, wo ich sie hatte. Mit einem, ja, dicken, zähflüssigen Öl. Oh, das, ja. Sehr gut. Oh. Öl. Ja, du scheinst ja zu wissen, was das ist. Leon, was ist das denn? Ja, ist es denn das, was ich denke? Ja, ich weiß ja nicht, was du denkst. Um Geister zu verletzen, natürlich. Ja, genau, das habe ich gerade gedacht. Kein Olivenöl. Naja, so ähnlich. Ich kann ja nur raten vom Draufgucken. Allgemein wird es als Verbesserungsöl bezeichnet. Hm? Ah, ja, ein Öl, was natürlich eine kurzzeitige magische Wirkung auf Waffen projiziert. Oder Rüstung. Ja, die Rüstung ist ja momentan egal. Ja. Das würde eine Flasche. 4, wenn ihr zählen könnt. 4 Flaschen. Ich kann zählen. 1, 2, 3, 4. Pass mal auf, Micky. Bitte? Tiburnius ist der Name. Tiburnius. Oh, ich muss vergesslich sein. Scheint so, okay. Oh. Ihr müsst aufpassen. Das Öl hält nur eine Minute. In Ordnung, Tinnitus. Hast du sonst noch irgendwelche Informationen? Tiburnius!
sonst noch irgendwas von Belang, oder? Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, einmal die Überreste, die Sterblichen. Genau. Ja, Tränke irgendwie, um unter Wasser atmen zu können, oder? Ich habe so etwas noch nicht vorbereitet. Vielleicht habt ihr so etwas? Nein. Ist uns unterwegs leider ausgegangen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Bedauerlich. Beim letzten Mal schwimmen gehen, oder was? Und bei diesen Temperaturen würde ich sowieso nicht ins Wasser gehen, davon mal ab. Das wird uns wohl... Wenn wir die Leiche finden wollen, müssen wir wohl oder übel ins Wasser. Ja, vielleicht ist sie am Land. Dann wäre wahrscheinlich ein Trank gegen die Kälte auch gar nicht so schlecht. Mhm. Tibonius nickt. Das stimmt! Wir haben da glücklicherweise einen Kontakt, der vielleicht ein wenig aushelfen kann mit Gerätschaften oder irgendwas anderem. Hoffentlich. Interessant. Kenne ich die Person? Wo ist denn... Naja, der... Zwerg in der Taverne. Könnt ihr uns einen genauen Ort ernennen als nur den See? Das war bedauerlicher Vorweise vor meiner Zeit. Im Dorf wird auch keiner mehr leben, der so alt ist. Das liegt vor allem daran, dass... In der Stadt wird keiner leben, der so alt ist. Das liegt vor allem daran, dass wir nicht sehr viele alte Bewohner haben. Hier wohnen keine Elfen. Aber wo wurde denn der Geist... Nein. Am meisten gesehen. Nein. Also schon, aber die sind erst später hinzugezogen. Es gab einen unglücklichen Unfall oder so etwas vor einigen Jahren. Ah, ja, genutzt. Einen unglücklichen Unfall, wo alle Zwergen und... Nein, Elfen... nur alle älteren Leute. Und was war das für ein Umstand? Das weiß keiner so genau. Es ist nichts in den Unterlagen hinterlegt. Die Pandemie. Das ist beunruhigend. Beunruhigend? Das ist beunruhigend auffällig. Das ist fast schon, als hätte das jemand so gewollt. Merkwürdig, oder? Weiß er vielleicht mehr? Ja. Kurz mal hier auf Lügen. Ist er vielleicht gar nicht. Wieso ist er nicht ganz freiwillig hier? Genau. Was ihr nicht bemerkt habt, er hat bisher Help in den Staub geschrieben überall. Und Kälberwisch darüber, ganz schön staubig hier. Ja. Hat er gelogen, oder? Ihr könnt gerne mal auf Wahrnehmung würfeln oder etwas anderes, um Lügen zu erkennen. Also Wahrnehmung. Also Wahrnehmung, es sei denn, ihr habt eine Fähigkeit, die etwas anderes erlaubt. Geht schon gut los. 17 Jahre nicht schlecht ist. Emilius! Ich scanne ihn. Ja, du glaubst, er weiß mehr. Warum ist jetzt ein extra Fenster aufgegangen? Das weiß ich nicht. Also du glaubst auf alle Fälle, dass er mehr weiß. Also es klang auf alle Fälle so, als hätte der noch irgendwie Wissen, das man aus ihm herauskitzeln könnte. Wie ist die richtige Anrede? Magus? Magister? Magister ist gut. Euer Zauber geboren. Nein, das auf gar keinen Fall. Euer Magischblut. Nein. Magister. Wie wär's, wenn er redet?
Beug mich rüber zu Ciana, ich mag den nicht. Es scheint mir so, als würde diese Burg einige Geheimnisse bergen. Wisst ihr, die Familie wird hier sehr hochgehalten in diesen Ländereien. Und man sollte kein schlechtes Wort über die Familie fallen lassen. Verstehe. Die Familienbande ist sehr wichtig. Heilig fast schon. Ja, ja. Aber ich kenne niemanden in diesem Raum, der mit irgendjemandem hier verwandt ist. Er denkt kurz nach. Das stimmt. Und schaut dich erwartungsvoll an. Es scheint mir so, als wollte jemand die Erinnerung an eine vergangene Zeit ausrotten und hat deswegen alle Leute, die die Zeit erlebt haben könnten, getötet. Das stimmt. Soweit ich das sehe, also es sieht sehr danach aus. Soweit ich das soweit ich das in den Unterlagen nachsehen konnte, scheint das kurz vor dem Tod des ehemaligen Barons passiert zu sein, also des Großvaters. Das ist ja grauenhaft. Das auch. Hat er kurz vor dem Tod diesen Befehl gegeben? Vor dem Befehl steht da nichts. Es steht wahrscheinlich nirgendwo irgendwas. Das ist richtig. Und habt ihr irgendwas herausfinden können, seitdem ihr hier seid, oder? Wisst ihr, ich hänge an meiner Gesundheit. Es muss ja keiner wissen, dass ihr jetzt euch erzählt habt. Nein, ich habe mich da einfach nicht weiter mit beschäftigt. Ach ja. Es ist nur, dass ich, als ich in den Unterlagen geschaut habe, um die Historie dieser Ländereien kennenzulernen, dass mir da aufgefallen ist. Ich bin zufällig darüber gestolpert. Das ist halt vor zwei Generationen halt so eine merkwürdige Diskrepanz in den Älteren kommt gerade, aber auch Leute, die länger leben. War das zufällig auch zu der Zeit, wo die ehemalige... Na, das ist derselbe Baron. Wie bitte? Das ist derselbe Baron. Ach so. Gut. Der hat zuerst... Also, das ist zuerst das passiert mit der... mit dem Geist. Also mit der Großmutter. Dann hat er sich eine neue Großmutter gesucht. Dann ist er irgendwann gestorben. Und kurz bevor er gestorben ist, sind auf merkwürdige Art und Weise alle Älteren und alle, also alle, ja doch, also sind alle gestorben halt. Aber die Familien existieren doch noch, oder? Naja, es sind auch sehr viele in den Krieg gezogen. Wisst ihr denn von jemandem, der in dieser Zeit seine Verwandten verloren hat und noch hier lebt? Ich wüsste von niemandem. Ich komme ja auch erst seit einem knappen Jahr hier. Also müssen wir wahrscheinlich im Dorf einmal oder im Städtchen einmal herumfragen, wer denn möglicherweise damals Verwandte verloren hat. Am besten wir fragen, wer hier schon am längsten lebt. Ich weiß nicht, ob wir dann rumfragen sollten. Leon, wir können den Geist nicht vertreiben, solange wir nicht wissen, was den Geist hält. Und solange wir das nicht wissen, rennen wir entweder in unseren Tod oder wir verdienen keinen müden Kupfer. Korrekt. Irgendwer hat hier anscheinend eine ganze Generation ausgerottet, um ein Geheimnis zu wahren, wenn wir jetzt anfangen rumzuschnüffeln. Leon, macht dir das wirklich Sorgen? Also, wir haben doch alle eine spannende und gefährliche Vergangenheit mit unserem Beruf als Geisterjäger, nehme ich an. Natürlich. Aber als Geisterjäger muss man manchmal in den Wunden rumstochern, die wehtun.
Aber gerade Vorsicht ist als Geisterjäger auch sehr wichtig. Ja, ich sage ja nicht, dass wir einen Aushang irgendwo hinhängen, der sagt, falls irgendwer Informationen hat, die die Familie belastet, bitte, wir sind im Zimmer 203 in der Taverne zu finden. Mit dem Rücken zur Tür. Ja. Aber wir wissen halt nicht, wen wir hier trauen können, schätze ich. Natürlich der Baronin und dem Magier. Auf alle Fälle können wir dem Magister vertrauen. Genau, das auf alle Fälle. Der Herr Magister, sehr vertrauenswürdig. Ja. Ja. Das stimmt! Denn wenn der Magister zum Beispiel uns verraten würde, dann würden wir ja vermutlich auch einige Sachen über den Magister erzählen, wenn wir befragt worden würden wären. Inwiefern sollte ich euch denn verraten? Gar nichts machen. Christian, hustet er die ganze Zeit in den Zettel, den er uns irgendwie unauffällig geben will? Oder? Nein, das ist ein seidenes Taschentuch, welches er hat. Achso. Hilfe, Hilfe! Wir werden beobachtet. Ich kann nicht offen reden. Vielleicht gibt es auch so etwas wie eine Familienchronik. Ja. Ja, die Bilder im Flur. Aber die, da wird doch nichts drüber drinstehen. Naja, wenn man ein Geheimnis hüten möchte über längere Zeit, aber trotzdem irgendwie möchte, dass die Familie vielleicht einigermaßen darüber Bescheid weiß, vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwo versteckt das Tagebuch des alten Mannes, wo er seine ganzen Sünden niedergeschrieben hat, um irgendwie mit den schrecklichen Dingen klarzukommen, die er getan hat. Ja gut, und wo würde man denn sowas finden? Das schaue ich den Magister an. Würde er es im Schlafzimmer aufbewahren. Oder in einem Geheimraum. Oder in der Bibliothek. Welch grausamer Ort. Das Schlafzimmer klingt ganz gut. So viele Möglichkeiten. Wir sollten uns das, ich notiere mir das einmal. Bibliothek. Durchsuchen macht schon mal weiter. Es klopft an der Tür. Und herein kommt eine Elfendame in beschlagenem Leder in gedeckten Farben mit bitte? Ah, die Geheimpolizei. Ja. Mit relativ blasser Haut und naja, eher mittellangem schwarzen Haar. Sie führt eine beträchtliche Anzahl an Klingen bei sich. Keine davon natürlich in der Hand. Nickt euch allen einmal zu. Und hallo. Wendet sich letzten Endes zu Tibonius. Ganz kurz. Herr Scarpus. Er nickt ihr zu. Vielleicht sollten wir das Gespräch wann anders weiterführen. Ich glaube, wir wissen auch alles über den Geist, was wir wissen müssen. Und danke noch einmal für die Tränke. Ja, immer gerne doch. Ich helfe doch, wo ich kann. Und so werden wir den Geist letzten Endes auch besiegen können. Ihr schafft das. Wir schaffen danke. Das. Oh, Junge! Und er nickt Kelbo zu. Ich drehe mich zu der Elfe um. Wir durften noch gar nicht eure Bekanntschaft machen. Ihre Augenbrauen geht hoch. Schaleal.
Emilio Sedera, mein Name. Sie nickt ja. Nur. Ihr seid die... Was ist eure Aufgabe hier? Wenn man so möchte, bin ich die persönliche Leibwächterin des Magus. Ah. Dann... Weiter so. Ja, sie macht eine wunderbare Aufgabe. Bin überhaupt noch nie verletzt worden. Seit ich hier bin. Dann hat sie ja... Er trägt nur lange Sachen und Handschuhe. Mir geht es gut. Wollt ihr vielleicht noch zum Tee bleiben? Nun, dann lassen wir euch einmal allein. Ihr habt sicherlich wichtige Dinge für die Baronin zu besprechen. Um Vorkehrungen gegen oder für die Angriffe Geistes zu treffen. Genau. Als sie das vorhat. Bis dann. Dann viel Erfolg! Tschüss. Guck nochmal die Elfe an und geh dann. Sie guckt eisig zurück. Ja. Ich nehme noch meinen Tee aus, stelle dann die Tasse zurück, stehe noch auf und geh raus. Also wenn wir dann draußen sind. Die ist ja gruselig. Ich nicke und horche an der Tür. Ja. Ich mach dabei so Schritte. Falls da kein Wachposten draußen stehen bleibt, ich weiß ja nicht. Nein, da steht kein Wachposten draußen in dem, in der Wendeltreppe. Schritte. Dann Stühle, Stühle scharren. Und da, du kannst ja mal auf Wahrnehmung würfeln. Gerne. Schiebe so lange Wache. 19. Ich glaube, wir überlegen. Achso. Ja, die sind mitten in der Unterhaltung, sie scheinen gerade angefangen zu haben, nachdem ihr raus seid. Ja, eine ganz interessante Truppe, Geisterjäger. Hm. Werden wir einmal sehen, ob sie schaffen, was sie versprechen. Hm. Man kann nur unterstützen, wo man kann, nicht wahr? Sie scheint ihre Antworten eher zu gestikulieren, also mit Nicken oder mit Kopfschütteln darzustellen oder mit einem Gesichtsverziehen, denn von ihr hört ihr relativ wenig. Ja, gut, dann werden wir mal weitermachen, wo wir stehen geblieben waren. Und dann hörst du, wie gewerkelt wird. Ja, stellt noch mehr Gifte für die her, damit wir im Kampf gegen die völlig versagen. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ja, ja, das ist mir schon aufgefallen. Wir sollten aufpassen, in was wir hier reingeraten. Wir verjagen diesen Geist und gut ist. Meine Rede. Als nächstes sollten wir uns vielleicht Gedanken machen darüber, wie unser Preis aussieht, den ja die Baronin recht bald erfahren möchte. Ich glaube, sie wollte ihn heute noch erfahren. Wen sollte man hier fragen, ob wir Zugang zur Bibliothek erhalten? Hast du mir zugehört? Ja, Preis, weiß ich nicht, 400 Gold oder so. Ja, gut. Denke für als Verhandlungsbasis. Ich würde es auch. Gut, ja. 300 vielleicht runter.
Aber ob wir bezahlt werden, das ist ja eine ganz andere Sache. Erst einmal gucken, wie sich das hier alles entwickelt. Das stimmt. Ich klopfe nochmal an die Tür. Kurze Stille. Dann öffnet sich die Tür und die Elfin steht in der Tür. Ich wollte... Möchte gar nicht lange stören. Ich wollte nur einmal nachfragen, wen müssten wir fragen, ob wir Zugang zur Bibliothek erhalten? Sie scheint kurz nachzudenken. Die Baronin selbst oder Ritter Volus vielleicht. Eventuell auch den Gardehauptmann. Er ist auch Hauptmann der Leibwache. Danke. In Ordnung. Der Leibwache der Baronin. Ja, und wessen Leibwache seid ihr? Von Magister. Habe ich so verstanden. Sie schaut kurz zu Leon. Schaut dann zu dir. Noch weitere Fragen? Nein, ich glaube, das hat gerade alles erklärt. Die Tür geht zu. Der arme Kerl. Wir wollen da nicht weiter stören. Stell dir mal vor, die ist dir die ganze Zeit im Nacken und beobachtet alles, was du machst. Das ist der... Sowas stelle ich mir unter Albtraum vor. Der Gardehauptmann scheint eigentlich ein ganz netter Kerl zu sein. Pflichtbewusst, aber auch, naja, den Leuten gegenüber aufgeschlossen vielleicht. Also ein bisschen grob vielleicht, aber vielleicht sollten wir ihn fragen. Die Baronin ist vielleicht beschäftigt, außerdem... Der Baronin würde ich nicht sagen. Und den Ritter Volus? Volus? So hat sie gesagt. Kenne ich nicht, von daher würde ich den Gardehauptmann fragen. Dann fragen wir den Gardehauptmann. Sind alle einverstanden? Steht dann so ja. Auf der Wendeltreppe so halb verteilt über die Stufen. Ihr könnt gerne einmal auf Wahrnehmung würfeln. Ei. Schon wieder. Nicht schön wieder. Um was herauszufinden? Was ist denn das? 29, 28, 29. Ja, alle sind jetzt richtig auf. Wow. 80 und 20 und auch nicht schlecht. Also, Folgendes. Ihr... Ja, zum einen hat Malfias nicht geantwortet auf die Frage, ob alle einverstanden sind. Hatte sich an dem Gespräch überhaupt ja nicht beteiligt. Und wenn ihr dann jetzt mal rüberschaut, was denn, warum, seht ihr, dass er recht abgelenkt ist. Und bis auf alle sieht, dass er sich den Arm hält. Kelvor hört zudem, dass unten Schritte auf und ab gehen. Wahrscheinlich vor dem Treppenabsatz. Das höre ich wahrscheinlich dann auch. Mhm. Ja. Ja. Und naja, nicht zwingend, weil's. Aber ihr habt beide den. Ja, gut, okay. Er hat einen kritischen Erfolg, verstehe ich schon. Alfias, ist alles in Ordnung? Ja. Hast du Schmerzen? Ja, ich werde mich, glaube ich, erst einmal zurückziehen in die Taverne. Ihr werdet ja noch eine ganze Weile unterwegs sein. Ich werde in einem der Zimmer sein. Am besten, ich habe Kopfschmerzen. Klopft die an, bevor ihr reinkommt. Ich packe den Arm, den er sich gehalten hatte, als er gerade weggehen möchte. Warte kurz. Was? Zuckt er irgendwie zusammen, als ich den Arm packe? Ja. Ich reiße den Ärmel hoch. Aha. Es ist, naja, recht eng. Was? Soll denn das? Ich bin gut darin, Leute auszuziehen. Was? Okay,
Ich dachte, das ist das Game Wars Orga. Naja. Bin unterwegs. Was? Mach mir nur schon eine Notiz. Was? Was soll denn das? Du verbirgst etwas. Dein Arm. Du hast irgendwas mit deinem Arm. Nicht Kopfschmerzen. Ja, ich hab Kopf- und Gliederschmerzen. Nee. So einfach kommst du hier jetzt nicht raus. Ja, wenn du den Arm so ein bisschen kriegst, du den ja sicherlich hoch. Und er trägt ja noch die Handschuhe, deswegen ist es schwer zu sehen, aber vielleicht eine Rötung oder sowas. Hast du einen Ausschlag? Sieht so aus. Ich lass ihn sofort. Bist du krank? Hast du dir was eingefangen? Ich werde das mit mir klären. Vielleicht noch ein Medikus. Aber das wäre nicht. Aber die Elfe hat dich nicht irgendwie berühren können, oder? Nein. Wie lange hast du das schon? Nicht lang. Was ist das für eine Angabe? Na, was ist denn das für eine Frage? Außerdem ist das eine sehr private Sache und das geht euch gar nichts an. Ich frag doch nicht, ob du eine Warze an deinen Eiern hast. Ich frage, warum du... Woher du deinen Ausschlag hast. Am Arm. Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich etwas Falsches gegessen. Aber dann hätten wir das ja auch gegessen. Dann hast du Ausschlag am Arm. Ja, Allergien. Ach so. Weißt du was? Gut. Deine Sache. Aber wenn der Arm abfällt, wir warten nicht. Ja. Das ist aus. In Ordnung. Vielleicht macht mir. Dann ruh dich aus. Der Zwerg einen mechanischen Arm. Ich verzichte. Wir sollten übrigens, wenn wir hier Sachen besprechen, nicht so laut sein. Wieso? Es geht doch nur um einen Ausschlag. Danke, Emil. Ich schaue an die Wände, an die Bilder, ob sich die Augen von den Bildern bewegen. Alle Augen sind auf uns gerichtet. Nein. Okay. Das wär gruselig, wenn der Porträtzeichner das wirklich so gemacht hat, dass die Augen einen immer angucken. Gut, dann lasst uns anfangen. Wer weiß, wie lange das alles dauert. Ja. Malfias ist nach unten weg. Der Kerl. Komisch, oder? Vielleicht hat er eine Geschlechtskrankheit von seinem kleinen Teufelchen bekommen. Das ist auch ganz gemein. Ja, Ciana ganz trocken. Ich glaube, der hat mehr Geheimnisse als wir alle zusammen. Kann sein. Auch das ist durchaus möglich. Ich habe keine Geheimnisse für euch, weil ihr meine Freunde seid. Mhm. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob du lügen kannst. Kelbo, wie heißt deine Mutter? Sag mal, warum willst du das jetzt wissen? Ich dachte, du hast keine. Aschalak, jetzt. Gut. Du dachtest, ich habe keine Mutter? Wir sind uns alle nicht sicher. Du hast nie ihren Namen erwähnt. Nur, dass sie in dem Gewerbe der Nacht arbeitet. Sie ist Bäcker. Sie heißt Liena. So, jetzt seid ihr dran. Wie heißt deine Mutter, Emil? Meine Mutter heißt Kaleta. Du hast es geklärt haben. Ja. Zufrieden. Wieso ich? Ja, du hast doch gerade gefragt. Wolltest du jetzt nur meine Mutter wissen, oder? Nein, Ciana. Wie heißt denn deine Mutter? Knabe 27.
Kannst du das nochmal wiederholen? Sklave 27. Ja, ich glaube doch nicht, dass das ein Name ist. Nee, ist kein Name. Das ist die eine Bezeichnung von ihr. Das tut mir leid. Kratzt ein bisschen so meine Narbe am Hals, so ein bisschen. Leon! Meine Mutter heißt Olenara. Schöner Name. Malferne, der ist ja schon weg. Ja, das ist auch ein schöner Name. Ja, alles schöne Namen. Aber das jetzt geklärt haben, können wir klar, 27. Alle schöne Namen. Ich bin mir sicher, Cianas Mutter hat auch einen sehr wundervollen Namen. Zuck mir den Schultern. Ein Grund mehr, die Sklaverei aus der Welt zu schaffen. Ja. Also ich bin dafür, Sklaverei aus der Welt zu schaffen, doch ich erkenne nicht den Grund, warum man Sklaverei anhand der Namenvergebung aus der... Egal. Wenn man diesen Grund überhaupt gebraucht hat. Das ist ja eine... Wenn sie dir deine Identität nehmen, dein ganzes Selbst, ist das doch eines der schlimmsten Sachen, die dir passieren können. Leon, ich bin mir sicher, meiner Mutter wurde nichts genommen. Sie hatte nie etwas. Ja, vielleicht unterhalten wir uns über unsere Familien, wenn wir mal gemütlich am Tisch sitzen, Bier und Wein trinken, vielleicht am Feuer was essen, vielleicht singen wir noch was. Aber jetzt gerade könnten wir vielleicht Geister jagen. Danke! Lasst uns gehen. Ich glaube, Emil ist nicht ganz dicht. Das glauben wir alle. Ja. Geht erstmal die Treppe, die Treppe runter und vor der Treppe ist gerade jemand mit dem Rücken zu euch, offensichtlich, weil er Malfias hinterher schaut, der ja gerade dort durchgerascht ist. Es sieht zuerst aus, als wäre da ein Berg, der vor euch steht. Ich weiß gar nicht, Kevo, wie groß bist du? 1,89. Der ist sogar ein Stückchen größer als du. Hat keine Haare, also ihr schaut auf eine Bowlingkugel von hinten. Und dicke lederbesetzte Kleidung mit einigen Verstärkungen aus Metall. Und einem Fellmantel, den er sich aber so über den Arm gezogen hat. Die Ärmel seiner Bekleidung hat er hochgekrempelt und darunter werden dicke, fette Muskeln sichtbar, die sich, ja, wie Berge auf seinen Arm auftürmen. Schön. Dementsprechend schaut ihr gerade auf ein riesenhaftes Kreuz. Ah, ihr müsst Ritter Volus sein. Er dreht sich um und lächelt euch an. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ja. Er spielt mit seinem Muskel während der Begrüßung. Kälber ja, auch. Extrem an Armstrong. Full Metal Alchemist. Ja, wo die beiden sich treffen, die beiden Männer. Ja. Männlicher Anschlag. Ja, da guckt sich das an. Fächert sich ein bisschen Luft zu und Ritter Wollust indeed. Ritter Wollust indeed. Ich habe den Namen in dieser Runde auf den Kopf getroffen. Ja. Ritter Wollust hat sein Oberteil auch etwas aufgeknöpft, sodass man seine enormen Brustmuskeln sieht. Eingeölt. Immer eingeölt offensichtlich. Entweder ist es Schweiß oder Öl, keiner weiß es. Fackeln blenden soll den Schein eurer Brust. Und das Monumentalste an ihm ist wahrscheinlich sein Schnurrbart. Sein gezwirbelter Schnurrbart. Sein Haupthaar ist nicht Existenz, aber sein Schnurrbart ist blond. Achso. Er ist Mensch, ja? Er ist ein Mensch. Genau. Ihr müsst die Geisterjäger sein, von dem mir erzählt wurde. Ich mache das mit Kälber.
Kebo geht zu ihm hin und gibt ihm einen manly Handschlag. Er erwidert den manly Handschlag. Es ist fast schon ein Arm drin. Es ist fast schon ein... You son of a bitch. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Kebo. Die Bizepse spannen sich an, das Hemd von Kebo löst sich auf. Da haben sie zwei gefunden. Was sehe ich hier? Testosteron. Ich bin hergekommen, um euch meine Unterstützung anzubieten. Solange ihr hier seid. Großartig! Dann könnt ihr uns ja Zugang zur Bibliothek gewähren. Ja, kann ich! Hervorragend! Das werde ich tun! Er reißt die Tür aus den Angeln. Hier entlang. Tatsächlich macht er sich sofort los und mit großen Schritten läuft er in Richtung wahrscheinlich Bibliothek. Ein Mann der Tat. Kelber stapft hinterher. Wie lange seid ihr denn schon in den Diensten der Baronin? Seitdem sie mich aufgenommen hat. Das ist gut. Oh ja, wir sind alle Freunde, klare Antworten. Er bleibt kurz stehen, dreht sich um. Ich bin der Bastardsohn des ehemaligen Barons. Des Alten oder das ist der Sohn des Alten gewesen? Der ich bin der Halbbruder der Baronin. Kann mir jemand den Stammbaum nochmal erklären? Wie lange liegt das mit dem Tod der Großmutter, die nicht mehr zur Familie gehört, zurück? Welche Generation war das? Es war die Generation... Wenn es die Großeltern sind, dann sind es ja die Über. Also hat der Sohn des Barons ihn als Bastardsohn gezeugt. Ja. Ah ja, gut. Wer ist eure Mutter? Er schaut traurig. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Weißt du, wisst ihr, was es für eine Frau war? Sie war wohl in einem Wanderzirkus. Vielleicht war es eine Dame des horizontalen Gewerbes. Meine Mutter ist auch eine Hure. Oh! Noch etwas, was wir eins haben. Ich frage mich, ob es da eine Verbindung zur Statur gibt. Scheinbar, ja. Vielleicht seid ihr verwandt. Wir müssen den Vater, den wir nicht hatten. Ah, nee, hat er seit Nacht. Verdammt. Wer weiß, vielleicht habt ihr ja denselben. Vielleicht ist er auch dein Bruder. Wenigstens im Geist. Und er stapft voran. Ja. Ihr wart sicherlich beteiligt am Angriff auf den Geist, wo ihr ihn zum ersten Mal vertrieben habt. Natürlich! Ich habe ihn mit meinen bloßen Händen gewirkt! Ja, das da bin ich mir sicher. Hat es funktioniert? Konntet ihr den Geist greifen? Ja! Wirklich? Teilweise! Er ist so halb semi-permeabel. Ja, und er führt euch letzten Endes in die Bibliothek, indem er die Tür aufreißt. Jo. Er dreht sich nochmal zu euch um. Lass mich das Öl über meine Hände gießen. Nein. Geht das vielleicht? Dann kann ich ihn wirken. Ja? Nein. Ich finde deine Keule sinnvoller. Ich auch. Ich meine, ich könnte in eine der Flaschen meine Pfeile tunken. Ich glaube, das würde dann deutlich länger halten. Nee, nimm deine Pfeile weg. Auge in Auge mit dem Feind, mit dem Geist. Schaden an. Ja, eine Minute.
ich werde keine Minute brauchen. Natürlich. Wir füllen das Öl für dich in eine Schale, die in den Köcher passt, und machen die Schale unten hin, dann steckst du die Pfeile rein, schon sind sie geölt. Der soll das Öl kriegen. Ja, vier Öle! Kannst du zählen? Wenn es nur eine Minute hält. Ja, wir machen das vor dem... Vor der Konfrontation. Dann fliegt der Geist auf den See und dann kommen wir da wieder nicht ran. Es geht ja nicht darum, den Geist zu töten, weil er schon tot ist, sondern wir wollen es geht ja schon darum, den Geist aufhalten. Erst einmal wieder zu dematerialisieren, damit wir uns dann in Ruhe im See umgucken können. Die Bibliothek! Bibliothek. Wieso nicht? Er hat doch eine magische Waffe, oder nicht? Hat er? Ist die Quelle nicht magisch? Keine Ahnung. Caro hält das Ohr an die Keule. Das ist doch magisch. Volo stellt sich daneben und lauscht auch. Ich hasse die Magic. Ich höre keine magischen Schwingungen. Nicht. Nicht, dass man das hören kann. Sonst hätte ich es schon längst. Ja. Ganz schön eingebildeter Herr, oder? Christian, war die Keule magisch? Ich glaube, es hat mich schon rausgefunden. Outgame, die Keule ist eine Keule plus 1 und somit magisch. Ja. Oh, der ist bei Dolch ja auch magisch. Natürlich, ist ein plus 1 Dolch. Alles, was plus 1 Gegenstände sind, sind magisch, weil sie bloß durch Magie plus 1 werden. Ob ihr das wisst, und so besprochen habt, und das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das auf jeden Fall besprochen, das weiß ich noch. Da hat es noch irgendwie gesagt, warum kämpfe ich denn die ganze Zeit mit meinem Rapier? Ich weiß nicht, weil euch bloß einen Schaden macht, aber ob das jetzt magisch ist, das war mir so nicht. Geisterbekämpfung, das war mir so nicht klar. Ja gut, das können wir später noch klären, wie wir den Geist bekämpfen. Schauen wir uns erstmal die Bücher an. Ritter Volus? Ritter Volus! Volus? Sollten wir in den Kampf gegen den Geist ziehen, werden wir uns noch einmal bei euch melden? Natürlich, ich werde nicht von eurer Seite weichen, ehe das Unheil beseitigt ist! Wir werden jetzt erst einmal nur sehr langweilige Nachforschungen in Büchern anstellen, deshalb solltet ihr vielleicht anfangen zu trainieren, um die Muskeln aufzuwärmen, um dem Feind frisch und munter entgegentreten zu können. Natürlich, ihr habt vollkommen recht. Ich werde hier bei euch trainieren. Und er beginnt, Ciana zu heben. Seht ihr? Bitte? Was hat Ciana gesagt? Ciana wehrt sich nicht. Seht ihr, Herr Ritter, das lenkt ein bei Recherchieren. Von wem könnte Schweiß auf die Bücher kommen? Das wollt ihr doch nicht. Das würde sie ruinieren. Ganz also ich bin dafür, dass er hier bleibt. Dann stelle ich mich dort drüben hin. Aber ihr wollt ihn nicht dabei haben, oder? Nicht während wir recherchieren. Vor allem, weil wir ja auch gegen die Baronin recherchieren. Ich weiß, ich bin der Dümmste von uns. Ich werde das. Ritter Volus! Wer zuerst zum Stadttor gerannt ist und wieder zurück? Los! Lässt Ciana einfach fallen. Er setzt Ciana selbstverständlich als wahrer Gentleman vorher vorsichtig ab. Caper nutzt das Wort. Aber er hat längere Beine! Oh nein. Das. Einfach, aber effektiv? Kam unerwartet.
Die wird weiter raus. Ich schließe die Doppeltür. Das ist irgendwie ein Riegel, den man vorschieben kann. Die Tür fällt vorne über. Ihn aufhalten könnte, aber ich glaube nicht, dass das im Kerl aufhält. Ja, es gibt tatsächlich so eine kleine Holzverriegelung, damit man da in Ruhe studieren kann, aber ihr glaubt nicht, dass die irgendwelche... Er ist die Tür einfach auch rum. Es geht ja erst eher um die Message, dass hier niemand gestört werden will, aber egal. Wenn er sie nicht bemerkt, ist es auch egal. Gut, die beiden sind recht fix unterwegs, also sollten wir uns beeilen. Ja. Suchen wir Wo nach... Wo fangen wir an? Und ich schaue auf die geheimen Gängen und Chroniken. Oh, eine interessante Kombination. Er hat übrigens seinen riesigen Fellmantel da liegen lassen, was jetzt so aussieht, als würde da ein Bär auf dem Boden liegen. Dreh da mal gegen. Das ist nur ein Fell. Emil, ich hab's gefunden. Ich hatte ein Buch hoch mit dem Titel Geheimgänge und Chronik. Ist das nicht eher ein Buch mit 14 für Geheimtür? Okay. Da hätte ich gerne zwei Würfe für, wobei, ja doch. Ich würde nach ähnlichem suchen. Ich könnte mich in der Zwischenzeit auch in die Gemächer schleichen. Ich durchsuche der Baron. Die Bücher. Auf alles, was sich irgendwie nützlich anhört, schaue ich in die Regal ein. Die Bücher und ich... Wir machen mal so. Also wer diese Bücher untersuchen möchte, kann dies tun. Das dauert sicherlich, eine halbe Stunde, eine Stunde pro Wurf. Ihr dürftet da gerne mit Gesellschaftskunde, Wahrnehmung, Wahrnehmung wird aber schwierig, oder einer Kenntnis die passen könnte, zum Beispiel Kenntnis Gesetze, würde jetzt oder hinhauen. Unterwelt. Und wo ist Malfias, wenn man ihn braucht? Kelbo hat auch Kenntnis Gesetze. warum? oder kann ja sein, dass ihr noch irgendwie hier anderen passenden Kenntnisse habt. Kenntnis Unterwelt finde ich nicht passend. Ich habe Wert von 5 bei Gesetzen. Ah, gut. Das ist schwierig. Ist die Schwierigkeit um 4 höher oder mehr als 4 höher der Wahrnehmung als Gesellschaftskunde oder nicht? Was versuche ich? Kann ich dir nicht sagen. 5er Schritte, das heißt, ich sollte Gesellschaftskunde versuchen. Aber ich werde. Ich gucke sowieso. Nee, warte. Und eine extra Probe für Wahrnehmung für die Geheimen. Also. Geheimtür, also Leon, falls dort welche Leon, du suchst erstmal nach der Geheimtür, weil du gut im Gucken bist. Und Siana und ich gucken nach Informationen. Ja? Ist das in Ordnung, Leon, dass du die Geheimtür suchst? Ja? Ja, ich suche die Geheimtür. Das ist der Einzige, der noch nicht gewürfelt hat. Ja, ich weiß. ich habe für die Geheimtür gewürfelt. Sag mir das. Ich habe mir auch gedacht, dass ich eigentlich eher nach sowas suche, ja. Also das. Weil lesen gelehrt ist Leon nicht gerade. Okay, also Emilius, was dir auffällt, fangen wir mal da an bei dem geringsten Wert. Was dir auffällt, ist entsprechend, dass in den Chroniken viel gelöscht wurde, gerade in der Zeit des Großvaters. Wahrscheinlich, also so wie es den Anschein hat, um die Baronin zu entfernen. Was Siana auffällt, ist weitaus mehr. Es ist mehr gelöscht worden, als es jetzt einfach, um die Baronin jetzt zu entfernen. Man hätte sie ja dann nach ihrem Tod nicht mehr erwähnen müssen. Aber im weiteren Verlauf fehlen Seiten, die rausgerissen wurden. Oder es wurden wohl Änderungen vorgenommen. Sachen umgeschrieben, Sachen verändert. Und über einen Zeitraum wurden, was dir auffällt, Änderungen in der Aufstellung der Leibeigenen getätigt, die nicht zwingend Sinn ergeben.
Das sind so Bauern, die in die Mine geschickt wurden. Mhm. Und solche Geschichten. Oder auch ältere Leute, die zu härterer Arbeit gedrängt wurden. Ja, die vorher mit bei den Frauen waschen waren oder solche Sachen und dann plötzlich wieder auf dem Feld arbeiten mussten, obwohl sie halt sehr, sehr alt waren. Zudem ist eingetragen eine Warenknappheit, eine Nahrungsmittelknappheit in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, die eine kontrollierte Verteilung von Nahrungsmitteln ausgegeben durch den Baron und den Rat des Barons. Also die Verteilung wurde von denen geregelt. Und in der Zeit sind dann halt auch einige Dorfbewohner gestorben, die kranken, alten, schwachen halt. Oh, bedauerlich. Okay. Dann schreibe ich mir alles auf und gebe ihm wieder den Zettel. Ich spreche das nicht laut aus. Praktisch eine unglückliche Verkettung von Umständen. Warte, pass auf. Ich schreibe es auf einem Zettel. Also ich hole ein Fläschchen aus meinem Rucksack, schüttel das. Und schreibe es auf Halblingisch. Ich hole ein Fläschchen aus meinem Rucksack, schüttel es einmal und da drin ist eine milchig-bläuliche Flüssigkeit. Ich öffne dann das Fläschchen und beginne dann mit der Flüssigkeit auf Papier zu schreiben. Geheimtipp. Ja gut. Und auf Halblingisch. Auf Halblingisch. Sehr gut. Wohl. Halblingisch ist noch relativ verbreitet. Ich kann aber nur Gemeinsprache und Halblingisch. Achso, bedauerlich. Ja, also auf Halblingisch und und die Schrift wird unsichtbar. Und dann gebe ich ihm den Zettel. Was soll ich jetzt mit einem leeren Zettel? Das ist halt eine Minute an. Hast du in deinem Leben jemals ein Buch gelesen? Eins, zwei, drei? Mhm. Wieso? Ach, nur so. Wenn wir hier raus sind, sollst du vielleicht eine Tasse Tee trinken und dir den Zettel dann nochmal dabei anschauen. Ja, ich dachte, vielleicht wäre die Information jetzt auch hilfreich gewesen. Ich steck den Zettel ein. Indes sucht Leon nach einer Geheimtür und... Oder Geheimfächern oder irgendwas. Ja. Findet keine Geheimtür, du findest beim Schreibtisch ein geheimes Fach, welches praktisch ein doppelter Boden in einer der Schubfächer ist, wo sich aber bloß ein komplett silberner Brieföffner und einige Münzen befinden. Alles ein bisschen angestaubt. Ein paar Münzen, ein Briefbeschwerer und was? Ein Brieföffner. Also ein silberner. Sonst nichts. Wie gesagt, auch alles etwas angestaubt. Hat irgendjemand mal da einbauen lassen? Ich guck so zu beiden Seiten. Und dann nehme ich diese angestaubten Münzen, die sowieso schon niemand jemals so in letzter Zeit angefasst zu haben scheint. Wieso guckst du dabei zu beiden Seiten? Weil er ein schlechtes Gewissen hat. Mehr oder weniger. Abgesehen und steckt sich die Münzen doch keiner ein. Hier. Die er dann natürlich später zur Kasse dazu fügen will. Ah ja. Das sind drei Silbermünzen und eine Goldmünze. Wow. Ich mach's schon mal rein in die Kasse. Ja.